Berlin, Potsdamer Platz. Die Hauptstadt, das Magazin und eine Frau, die sich auskennt. Implosiv mit ihrer Moderatorin Manuela Schön. Die Tochter des italienischen Schlagerduos, die bis heute als verschollen. Den 39-jährigen Bewacher von Claudia. Dass sie den Betrug nicht mehr mitmachen und das falsche Spiel enthüllen wollte. Da müsste sie verschwinden. Aus Angst vor einem drohenden Skandal. Die kleine Gästewohnung von Alba Nola wurde verriegelt und verrammelt. Hier in diesem Zimmer wurde Claudia 10 Jahre lang gefangen gehalten. In diesem Bett durch einen Mein Kollege Gerhard Becker berichtet vor Ort zu sich. Verwirrte junge Frau zu befreien und zu identifizieren. Wie kaum haben wir den Fall Natascha Kampusch verdaut und den Skandal aus Österreich, bei dem Josef Fritze seine Tochter jahrelang in einem Bunker gefangen hielt, da schockt uns folgende Nachricht und die ist kaum zu fassen. Ja, aber. Ich meine, wir haben doch nur. Ich hab doch schon gesagt, das war nur mein Job. Ich hab die Tränke in den Kopf zurück zu essen. Die Geschichte habe ich schon ewig lange gewartet. Hier in diesem Fabrikgebäude in Berlin-Reinickendorf, dem Ort. Was haben Sie geklaut? Wir haben Musik gemacht. Wieso? Wer nicht? Hat Claudia auf den Platten gesungen? Wer hat gesungen? Wer war's? Claudia, ich hab sie bewundert. Echt? Romana, stimmt es, dass Sie nie selbst gesungen haben? Claudia. Mi scusi, ma questo è davvero. Entschuldigung, aber. Noi abbiamo appena ritrovato nostra figlia. Das geht wirklich zu weit. Jetzt um Schutz für Claudia. Sie ist gerade befreit worden, etwas Heftiges erlebt. Und sie jetzt mit sowas zu konfrontieren wie einer Schuldfrage ist eindeutig zu viel. Danke, Dr. Freund. Ja, es waren sehr viele Jahre. Viele, viele Jahre. Und. Ich hatte immer Angst, dass es nicht aufhört. Sie haben mit diesem Hans zusammengelebt. Ist er nicht so etwas wie Ihr Gefängniswärter gewesen, der Ihnen immer Essen gebracht hat? Nein, es war da schon, wie sagt man, mehr zwischen uns. Mhm. Und ja, er hat so seine Qualitäten.